Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute, nach langer Zeit, mache ich mal wieder ein Tutorial zu einem weiteren Sound. Heute bringe ich euch bei, wie man den Polyphonic Sound macht, beziehungsweise Polyphonic Voice. Nicht zu verwechseln mit der Double Voice. Und ja, wir fangen dann mal direkt an nach dem Intro. Vorab möchte ich sagen, dass dieses Tutorial ungefähr auf dem Tutorial von Alex Zinio basiert. Link ist in der Description, ist ein englisches Tutorial, falls ihr euch das auch noch geben möchtet, aber ich mache quasi dieselbe Technik und zeige euch dann später noch, was ihr mit der ganzen Technik noch machen könnt. Auf jeden Fall, wie macht man nun die Polyphonic Voice? Erstmal kurze Erklärung für die Theorie. Polyphonic Voice ist ein Sound, bei dem man zwei verschiedene Oktaven benutzt, einmal mit der Kopfstimme und einmal mit der Bruststimme, um einen komplett unrealen Sound zu erschaffen. Und dieser ist ganz, ganz einfach zu erlernen mit einem wichtigen Trick. Alles, was ihr tun müsst, ist, einen Knackpunkt zu finden, wo ihr einen Voice Crack habt zwischen der Kopfstimme und der Bruststimme. Die einfachste Technik, um dies zu lernen, ist, indem man einfach von der Kopfstimme ganz langsam senkend in die Bruststimme rübergeht und dann guckt, wo ist denn dieser Punkt, wo die Voice crackt. Und diesen müsst ihr dann immer weiter ausbauen. Ich führe es mal vor. Habt ihr gehört? Da irgendwo mittendrin war der Voice Crack. Das kann bei euch nun natürlich sehr variabel sein, je nachdem, was ihr für eine Vocal Range habt, beziehungsweise für eine natürliche Stimmlage. Und seid das auch nicht traurig, wenn euer Polyphonic Voice entweder schwach sich anhört oder einfach nicht dieselbe Tonlage hat, wie ihr gerne hättet. Das kommt alles mit der Zeit. Seid erstmal zufrieden mit dem, was ihr am Anfang habt und baut das clean aus. Übt es immer weiter, bis ihr zufrieden seid mit dem Grundton. Und dann versucht immer mehr mit anderen Tonlagen zu spielen. Übermacht der Meister und es ist alles eine Frage der Zeit. Also hier nochmal zur Erinnerung. Das mag, wie gesagt, bei den Anfängern sich erstmal ganz knacksig, ganz schwach und wackelig anhören. Aber bei mir ist es natürlich was anderes. Ich mache den Sound seit ungefähr 3 Jahren schon. Ich bin da schon ein bisschen besser unterwegs. Aber lasst euch einfach nicht demütigen, wenn ihr nach 1 oder 2 Wochen noch keine großen Fortschritte seht. Aber wenn ihr diesen Punkt erreicht, dann ist das schon ein Indikator, ihr macht das richtig. Auch wenn es sich komplett schrecklich anhört, just keep going. Motivation ist der Key. Das ist basically alles, was ihr für diesen Sound tun müsst. Wie gesagt, von der Kopfstimme in die Bruststimme langsam hinüber wechseln, den Vocal Crack finden, ausbauen, trainieren, cleaner machen und dann viel Spaß mit dem Sound, I guess. Es gibt einige Kombos, die auch richtig viel Spaß machen mit dem Sound, darunter Whistle-Kombos, Duck-Sound-Kombos, aber ich möchte euch eine spezielle Kombo zeigen, die nicht viele benutzen, die ich sehr viel benutze und das ist die Polyphonic Voice Tongue-Bass-Kombo. Der Tongue-Bass, falls ihr diesen Sound noch nicht kennt, könnt ihr gerne auf YouTube gucken, es gibt dazu bestimmt sehr viele Tutorials, auch genannt Bubbly Bass, by the way. Und ich lasse euch einfach mal einen Link in der Beschreibung unten, damit ihr dann es euch auch noch angucken könnt, falls ihr diesen Tongue Bass noch nicht könnt. Wenn nicht, kann ich auch nochmal ein deutsches Video dazu machen, wie ich den Tongue Bass mache. Auf jeden Fall, alles, was ihr dazu tun müsst, ist einfach diese beiden Sounds zu kombinieren. Das hört sich so an. Das ist vor allen Dingen eine sehr coole Combination, weil ihr damit einen High-Pitched-Sound und einen Low-Sound habt. Quasi Bass und diese schöne Melodie, die sich einfach komplett nicht menschlich anhört. Und es ist einfach so ein starker Kontrast, wenn ihr dieses hohe und tiefe habt. Und dann könnt ihr zum Beispiel solche Beats machen. Oder mit den Pitchings spielen. Damit ist quasi richtig viel möglich und ihr könnt damit sehr viel Fun haben. Auch wenn ihr diese Technik könnt, macht sie super viel Spaß, ist sehr variabel, einsetzbar und ist immer sehr, sehr nützlich für einen bestimmten Wow-Faktor. An der Stelle gebe ich auch Credit an den südafrikanischen Beatboxer Remix, den vielleicht sicherlich einer von euch kennt. Der hat diesen Sound oder diese Kombo mal in irgendeinem Battle gemacht und ich habe mir das abgeguckt, hat das mal Spaß nachgemacht und er benutzt diese Kombo gar nicht mehr, er kann sie auch gar nicht mehr beherrschen, weil er den Polyphonic-Sound verlernt hat. Und deswegen benutze ich die jetzt mittlerweile, er weiß es und er ist auch komplett okay damit, deswegen gehen auch trotzdem nochmal Credits raus, weil es immer noch eine Kombo ist, die ich zumindest von ihm als erstes gehört habe. Ich kann es nicht 100% confirmen, ob er der Erste war, der diesen Sound gemacht hat, aber ich kann
getrost sagen, dass er der Erste ist, den ich gehört habe, der diesen Sound oder diese Kombo gemacht hat. Wie gesagt, es gibt noch einige andere Kombos wie Whistle-Kombos, Duck-Sound, zum Beispiel das, was Strongbow macht, bloß mit Polyphonic Voice. Alles eine Sache der Übung, ihr findet schon ziemlich viele Sachen später, früher oder später raus. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Lasst mich einfach wissen, ob ihr mal so ein Tongue-Race-Tutorial oder so hören möchtet. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video.